Wir bleiben beim Studiengang Medientechnik und sehen uns die Verwendung von Mahari in einem ganz anderen Setting an, und zwar im Berufspraktikum, das die Studierenden im fünften oder sechsten Semester absolvieren. Und da werden E-Portfolios seit September 2018 verwendet und sind schon mehrmals überarbeitet worden. Und seit dem heurigen Wintersemester werden die E-Portfolios auch benotet. Bei der Entwicklung war für uns der Zweck und der Nutzen für die Studierenden wichtig, aber auch der Zweck und der Nutzen für die Lehrenden. Bisschen anders als in anderen Lehrveranstaltungen ist es so, dass im Berufspraktikum die Studierenden nicht an der FH sind. Das heißt, sie sind nicht so gut erreichbar und sie benötigen daher einfach auch eine anschauliche Darstellung, wie sie ihren zurückgelegten Lernweg gestalten können, und die Interaktion. Also es ist ganz wichtig für die Studierenden zu sehen, was die anderen Mitstudierenden während des Praktikums lernen. Der Nutzen und der Zweck für die Lehrenden bzw. für den Studiengang war der direkte Einblick in die Praxis und eben auch die Verbindung zum Studierenden. Im Portfolio während des Berufspraktikums gibt es, ich glaube, im Gegensatz zu anderen E-Portfolios sehr strenge Richtlinien und Vorgaben. Das ist anhand eines Musterportfolios, können sich die Studierenden orientieren. Es gibt Pflichteinträge, die sie verfassen müssen, begleitend zum Berufspraktikum. Diese Einträge bilden die unterschiedlichen Stadien des Berufspraktikums ab. Also bevor sie mit dem Praktikum beginnen, setzen sie sich mit ihren Lernzielen und Erwartungen auseinander. Dann mein erster Arbeitstag, meine erste Arbeitswoche, und es geht bis zum Ende des Praktikums, wo sie dann noch einen abschließenden Reflexionsbeitrag gestalten sollen. Wie schon angesprochen, ab dem heurigen Wintersemester wird das E-Portfolio auch benotet. Wir haben uns da formale Kriterien und auch inhaltliche Kriterien überlegt, mit Hilfe von der Kerstin Blumenstein, die so ein ähnliches Bewertungskriterium in ihrer Lehrveranstaltung Design Thinking schon benutzt hat. Und was noch notwendig für die Beurteilung ist, ist dann die abschließende Performance bei der Abschlusspräsentation. Ja, während unserer circa zweijährigen Erfahrung mit E-Portfolios haben wir natürlich auch verschiedene Herausforderungen schon meistern müssen, beziehungsweise sind noch immer dabei. Es ist beim Berufspraktikum sicher die Erreichbarkeit der Studierenden. Das heißt, sie sind ja nicht an der FH, und sind sehr vom Berufsalltag des Praktikums eingebunden. Und dann manchmal ist es einfach auch zu viel, dass sie dann nur ins Portfolio hineinschauen und ihre Einträge gestalten. Da liegt es dann an den Betreuern, einfach die Studierenden auch zu motivieren und sie dabei zu unterstützen. Dann ist eine große Herausforderung die Sprache. Also uns ist aufgefallen, dass viele bei der Erstellung der Einträge dazu neigen, so eine Social-Media-Sprache zu verwenden oder auf die Rechtschreibung zu vergessen. Es ist aber immerhin, ersetzt den Abschlussbericht, der auch beurteilt wird und sollte natürlich auch ein Niveau eines Bachelor-Studiengangs haben. Und natürlich auch das Handling mit Mahara ist eine der größten Herausforderungen. Genau, alles Weitere kann man ja dann in den einzelnen Breakout-Sessions besprechen.